Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Der Quotenausländer ist hier. Hallo, halten Sie Ihre Wertsachen fest. Irgendwer hat gelacht, das war unabsichtlich. Ich habe für Sie zwei Texte mit, weil ich mir nicht sicher war. Ich kann ja die Sprache immer noch nicht ganz gut verstehen. Ich kann sie zwar sprechen, aber nicht verstehen. Und da hieß es irgendwas über Wahrheit, dann habe ich einen Text über Wahrheit geschrieben. Dann hieß es doch lauter Lügen, dann habe ich einen Text über lauter Lügen geschrieben. Und jetzt dürfen Sie auswählen zwischen zwei Texten. Der eine heißt Zeiten des Umspruchs und der andere heißt Unerzogen Deluxe. Was wäre Ihnen lieber? Sie können aufmerksam machen, indem Sie Laute von sich geben. Wer wäre für Zeiten des Umspruchs? Niemand. Eine Person jault da hinten, aber und Unerzogen Deluxe? Oh, okay. Der Ausländer ist gerne unerzogen, meine Damen und Herren. Es waren auch alles jetzt lauter Lügen, also bis auf die Tatsache, dass ich meine Identität nicht verberge. Es ist ein Text und ich hatte zwei Titel und wollte Sie entscheiden lassen, wie der Text jetzt heißt. Also, Unerzogen Deluxe, meine Damen und Herren. Und Sie verzeihen mir, es ist halt Identitätssachen sind drin, das ist, wissen Sie, ich bin sowas wie das Poetry Slam Maskottchen der Ausländer und da muss ich immer Ausländerlichkeit reinbringen, auch wenn das mit thematisch vielleicht nicht so viel aussagt. Nun, nüchterne Menschen meinen, meine Ecken und Kanten wirken oft ernüchternd auf Menschen, die mich über ein paar Ecken kannten. Allerdings sagen inzwischen selbst meine engsten Verwandten, ich wäre viel zu soft für so einen echten Kanaken. Zwischen Welten gefangen komme ich selten zum Entspannen, denn alle wollen irgendetwas, bis ich gar nicht anders kann, als mich darauf zu fokussieren, es niemandem recht zu machen. Yo, es ist der Tomic und du weißt genau, Markenzeichen scheiße drauf, Meistertitel im Scheiße bauen, Slam Cities meistverdienter Klassenclown. Ich bin krass und laut und Astronaut. Mein Beruf ist es, auf den Mund zu fliegen. Ich achte auf die Unterschiede, bis mein Rundherum mir den Mund verbietet und ich mich in den Untergrund verkrieche, denn ich dummer Hund verdiene keine Gleichstellung und werd vom Club kunterbunt gemieden. Zudem verhalte ich mich sukzessive unsensibel, denn für Menschen wie mich ist Reden verboten unterm Regenbogen. Ich bin fetter Ghetto-Mensch mit Hoden und auch einfach nicht erzogen mit euren Bitch-Methoden. Denn früher, meine Damen und Herren, also nicht ganz früher mit Führer, sondern früher war ich fremd und freundlich, doch plötzlich männlich, toxisch, yo, nennt mich Tomic. Ich dachte, es hieße reden und reden lassen wegen Meinungsfreiheit und so einem Schwachsinn, doch Zeiten gendern dich, Standards ändern sich und deine Weltansicht. Wetterbericht, es sind Zeiten des Umspruchs, meine Zeilen sind im Wandel, denn mir reicht's langsam mit der Unterdrückung. Ihr könnt ja alle meinen, was auch immer ihr meint, aber lasst auch mich bitte meinen, was auch immer sich reimt, denn viel zu viel habe ich gezweifelt über alles, was mir einfällt. Jetzt habe ich das Schreiben leid, manchmal muss man das Schweigen sprechen und es in die Zukunft brechen. Und yes, ich dichte Schaden an und plötzlich brennt das ganze Abendland, ja voll schade, Mann, tam da 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 da, es war der Tomic voller Tatendrang, denn ich greife ab und an zu stiften, um dich zu Sprachtaten anzustiften. Denn ich komme vorbei und sage, yo, ich habe eine Frage. Kann das heute sein, dass es heutzutage sich niemand traut, irgendetwas öffentlich zu sagen? Hä? Seid ihr nur brav erzogen oder wird hier immer nur glatt gelogen? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht erzogen mit euren Bitch-Methoden. Und hey, wenn du nicht meiner Meinung bist, gell, dann fick dich. Und wenn du doch meiner Meinung bist, dann fick dich auch. Ich finde generell, dass du dich ficken kannst, weil dann bist du besser drauf. Slam City Präsident, Kritikresistent, Artist in Residence. Ich lebe seit 20 Jahren in Graz, aber wenn du die Oma in der Herrengasse fragst, dann bin ich immer noch fremd, weil man mich hier nur kennt als Jogginghose, Hemd, Balkan Repräsent. Yeah, denn ich stehe rund um die Uhr für das Wunder der Balkankultur. Seit damals, dem wunderbaren Jungen aus dem Balkan, über den jungen Mann, der Wunder am Balkan, bis heute, wo sich die von damals wundern, was das freche Balk kann, stehe ich da mit dicken Eiern in den Händen und bin am Balkan repräsenten. Yo, es ist der Tomic und ich rede dreckig, verdammt, denn da, wo ich bin,
Da ecke ich auch ran. Sie fragen sich alle, ob ich mein Verhalten nicht ändern will. Ich denke da nicht dran. Ich werde seit Jahren marginalisiert in diesem ach so freien Land. Aber langsam mache ich es mir einfach gemütlich an meinem eigenen Rand. Dicke Eier sei Dank. Denn jeden Tag stehe ich auf und denke, yo, scheiß drauf, was die denken. Mach mein Scheiß und kränke all die feinen Menschen. Leg die Rhymes in Ketten und schleife, bis sie glänzen. Die Freiheit eines Menschen sehe ich an seinen Handgelenken. Oh, woran ich da so bin? Ich bin am Weiterdenken. Mit eigen im fremden Land, im Reimen weltbekannt, jede Zeile Flashgarant. Ich reime und du hältst den Rand, denn ich feile nicht an Texten, Mann. Ich schleife und zerflexe dann, bring den Bauarbeiter Swag in die frischen Texte. Und du kleiner Bengel, musst Lügen erfinden über deine Existenz, denn sonst interessiert es einfach niemanden, was du denkst. Hey, ich bin der Tomic und du weißt genau, Sternzeichen, Rampensau, meine Haltung wie der Status dieses Textes, geradeaus. Danke.